Dankeschön. Jetzt kommt das nächste sehr heftige Geständnis von mir an euch. Also ihr habt es euch wahrscheinlich eh schon gedacht, weil ich da herumstehe. Ich bin auch einer von diesen Kunstbrunzern. Und ich habe dann Schauspiel studiert in Graz und habe dann, wie ich mit dem Studium fertig war, habe ich ein Angebot gekriegt von einer Bühne aus dem Ausland. Und dann habe ich mir gedacht, machst du das wirklich? Nimmst du das an? Gehst von daheim weg, 1000 Kilometer weit fort, wo du keinen kennst, in ein Land, dessen kulturelle Riten für uns eher unerforscht sind, dessen Menschenschlag dem unseren nicht ganz unverwandt ist, aber doch, und zu einer Küche, die für unseren zarten Gaumen eher im experimentellen Stil angesiedelt ist. Und ich habe mich dann entschlossen, ja, ich mache das, ich gehe nach Deutschland. Genauer gesagt, ja, wenn das ein Applaus wert ist, gern. genauer gesagt bin ich gegangen nach Nordrhein-Westfalen, noch genauer gesagt nach Neuss. Was, kennt das irgendwer von euch? Neuss? Neuss? Habt ihr schon einmal gehört, gell? Das weltgrößte Bürgerschützenfest seiner Art, oder? Wie, das kennt ihr nicht? Neuss, weltbekannt in NRW wegen dem weltgrößten Bürgerschützenfest seiner Art. Das kennt ihr echt nicht. Das ist voll der Hammer. Also das findet einmal im Jahr statt, da spitzen alle schon drauf hin. Immer in der letzten Augustwoche. Und das wird sogar live im Fernsehen übertragen, die große Königsparade. Heuer ist es, wer es merken will, am 27. August ab 11 Uhr auf WDR. Und wer von euch immer schon mal Lust gehabt hat auf fremde Kultur und immer schon mal Lust gehabt hat, total anblausene Männer in historisierten Uniformen mit Holzgewehren, weil schießen dort eh keiner mehr von denen, stundenlang zu Marschmusik durch die Stadt marschieren zu sehen, das war dann euer Termin, gell? Und ich muss ja sagen, ich mag Blasmusik eigentlich sehr, sehr gern. Ich habe selber 2 Jahre lang kleine Trommel gespielt, also in Seiersberg quasi bei der Konkurrenz. Und wenn du aber dann im Epizentrum wohnst und du hast das als Dauerbeschallung, also das war, wenn du aus der steirischen Hochkultur kommst, schon ein echter Kulturschock. Aber das war nicht das Einzige, was mich dort so richtig erwischt hat. Es ist ein altbekanntes Phänomen, dass wenn wir in fremde Länder gehen, wir oft von den unbekannten Dingen überrascht sind und alles neu entdecken wie ein Kind. Das war für mich auch völlig klar. Als ich dann in Deutschland war, war ich zutiefst verstört ob der einen großen Sache, die uns trennt, nämlich die gemeinsame Sprache. Junge, lern doch einfach mal Deutsch, so schwierig kann das doch gar nicht sein. Du bist nun einmal in diesem Land, also komm und füge dich ein. Und um die Sprache am besten zu lernen, da muss ich unter Menschen sein. Drum geh ich in das erstbeste Beisel, das heißt Kneipe, Entschuldigung, rein. Ich setz mich auf einen Sessel, doch der heißt dort Stuhl. Seufzend greif ich nach der Karte und pack es in den Wörterpool. Backhändel und Paradeiser hätte ich jetzt große Lust. Doch das heißt Backhuhn und Tomate und erzeugt den ersten Frust. Und außerdem haben sie es nicht. Ich kann es nicht begreifen. Statt Frittaten gibt es Eierkuchenstreifen. Und für ihre Veggie-Schiene statt Melanzani Aubergine. Und allein schon das Getränk stell mich vor ein mächtiges Problem, denn mir schmeckt Hollersaft gespritzt. Wie soll das mit Holundersaftschorle gehen? Ich
bestell dann einfach Cola, das ist bis auf den Artikel gleich. Und wage mich langsam vor in den essenstechnischen Bereich. Ich hätte gern ein Beiriet, zu Deutsch Roast Beef mit Reis. Und zur Nachspeise, die hier Nachtisch heißt, gibt's dann ein Eis. Hätten Sie gern noch einen Salat dazu? Oh ja, bitte gern einen Klang mischen. Mit was darf ich den anmachen? Bitte was? Anmachen, den Salat. Anmachen. Achso, abmachen. Mit Kernöl bitte. Was ist das denn? Kernöl, das kennen Sie nicht? Nee. Naja, das ist ein Öl, das aus den Kernen vom Kürbis, der besonders in der Steiermark vergessen ist, das überraschen Sie mir einfach. Es ist dann überraschend. Statt Vogel gibt es Feldsalat und ich bekomme ein Schnitzel mit Soße. Tunke, weil die Küche kein anderes Fleisch mehr hat. Nur das Cola, die ist geblieben. Das war dann eh okay. Und statt Reis finde ich auf meinem Teller Erdäpfelpüree. Entschuldigung, Herr Ober, wie haben Sie das Erdäpfelpüree gerade genannt? Kartoffelbrei. Aha. Ja, gab's das bei Ihnen nicht? Sie wissen schon, so wie der Besen bei Bibi Blocksberg. Ene, mene, eins, zwei, drei, fliege los, Kartoffelbrei. Hex, Hex, kennen Sie das nicht? Ja, doch schon, aber bei uns hat es ein bisschen anders geheißen. Durch die Luft fliegen, das ist schön, auf los geht's los, Erdäpfelpüree, Hex, Hex. Ha, jetzt veralbern Sie mich aber, Sie mit Ihrem Wiener Schmäh. Ich bin Grazer! Das macht doch nichts. Also dann, guten Hunger. Hast es jetzt Mahlzeit? Na, wenn Sie mögen. Oi, da bist du deppert. Junge, lern doch einfach mal Deutsch. So schwierig kann das doch gar nicht sein. Du bist nun einmal in diesem Land. Also komm und füge dich ein. Doch wenn du die Worte kannst, dann gibt es trotzdem keine Schonung. Denn sind zufällig einmal die Worte gleich, dann herrscht eine andere Aussprache oder Betonung. Der Cousin heißt dann Cousin und Beton, das wird Beton. Das wird mir langsam echt zu streng. Wenn das Balkon, dann wird's Balkon. Und bei CH mach ich mich zum Affe mit Chinese und Chemie. Und statt Giraffe heißt's Giraffe und zum Kaffee, da sagen sie Kaffee. Und wo trinkt ihr euer Kaffee dann so? Na, im Café. AE! Ich spreche österreichisch, statt Komma sag ich Beistrich. Und in unserer Dichtung, da heißt Semikolon Strichpunkt. Schon als kleiner Michaeli sprach ich Alpin Suaheli. Das ist bei uns biologisch und außerdem auch noch logisch. Kleines Beispiel, sehr gerne. Abwasch, die heißt Spüle und abwaschen, dann spülen. Und Mist, der heißt Müll. Doch warum heißt dann vermaledeit noch am Ohe? Der Mistkübel, Abfallheimer, das ist doch total unlogisch. Himmelfix noch am Ohe. Und außerdem, wieso sagt sie eigentlich immer Na zur Begrüßung? Na und dann nichts weiter. Ich weiß immer nicht, was ich drauf antworten soll. Na! Ich sag dann einmal nur deppert Na! Und dann steht zwei aufeinander und sagen Na! Und dann geht's nicht weiter! Und dass es keine Semmeln gibt, das geht auf den Arsch! Jawohl! Nicht auf den Wecker, auf den Arsch! Und nein, Semmeln ist nicht das gleiche wie Brötchen! Und meine Einkäufe, die ich im Supermarkt mit Bankomat, EC-Karte, Zolltop, die trage ich im Sackerl, bitte! Nach Hause! Jawohl! Nach Hause in meine Wohnung, wo ich nach dem Siedeln umziehen, ausmäulen, gestrichen habe! Und wieso hast du ausgenommen Fahrradfahrer in Deutschland eigentlich fahrradfahrerfrei? Hat es damit zu tun, dass der Zivi in Österreich dient, während er in Deutschland leistet? Und wo kommt überhaupt das Essen bei Adventskranz her? Adventskranz und Adventsfest und Adventssonntag und Adventszeit und Adventskalender. Das ist ja furchtbar! Und du denkst dir wenigstens am Ende, da ist es dann egal. Weit gefehlt, denn der Leichenschmaus heißt in Deutschland Totenmahl. Verflucht noch einmal. Doch 7 Jahre später bin ich deutscher Sprachvertreter
Sag brav Stuhl und richtig Sessel, ohne dass ich's noch verwechsel. Korrigiere gern mein Umfeld, das mich jetzt schon ganz für deutsch hält. Gehe allen auf den Wecker und das Bier bezeichne ich als Pilz und sag, Mensch, lecker. Heute bitte lern einmal Deutsch, das hört da wirklich keiner mehr aus. Du bist jetzt wieder in Österreich und der Spruch ist echt da graus. Und um das Ganze gescheit zu lernen, da sind als erstes Basics dran. Drum gehen wir jetzt einmal in ein Beisel und das Lied von der Spruch. Das fängt von vorne an. Danke! Dankeschön! Danke.